In der September-Ausgabe der Wachstumsregion Westmecklenburg in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin stand die Energiekrise im Fokus der Gespräche. Die Preissteigerungen und Planungsunsicherheiten gehen an die Substanz von Unternehmerinnen und Unternehmern im Land. Ja, grundsätzlich kann ich mal schon das Ergebnis vorwegnehmen, die Lage ist sehr ernst in den Unternehmen, hier in unserem Kammerbezirk. Uns erreichen jeden Tag eben viele Informationen, was in den einzelnen Unternehmen los ist. Ein ganz großer Unterschied zu den vielen Wochen der Krise, der Corona-Krise. Jetzt eine ganz andere Dimension, weil jetzt wirklich alle Branchen, alle Bereiche der Wirtschaft hier bei uns betroffen sind. Das gilt aber nicht nur für unseren Kammerbezirk, selbstverständlich nicht, sondern es gilt für das gesamte Bundesland, das gilt für die gesamte Bundesrepublik. Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region richteten sich mit mehreren offenen Briefen an die Politik. Die Kritik? Die Hilfen und Beschlüsse der Bundesregierung helfen nicht oder nicht ausreichend. Auch die drei Industrie- und Handelskammern des Landes haben die Sorgen der Wirtschaft in die Politik und Öffentlichkeit getragen. Und das nehmen wir natürlich auch zum Anlass, gegenüber der Politik zu zeigen, dass möglicherweise eine Deindustrialisierung Deutschlands anstehen könnte, wenn man dem nicht entgegenwirkt. Und da geht es nicht nur um die Frage Energiesicherheit, sondern vor allen Dingen auch um die Frage, dass man bezahlbare Energie bekommt, um auch weiterhin international wettbewerbsfähig zu sein. Die Landespolitik stellt in Bürgerforen ihre Forderungen an die Bundesregierung vor. Das unterstützen die Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern. Sie stellten jedoch auch eigene Forderungen. 2020 hat die Corona-Pandemie die Wirtschaft in Deutschland unter Druck gesetzt. Die Corona-Hilfen der Bundesregierung brachten jedoch die notwendigen Entlastungen. 2021 war geprägt von Lieferengpässen. 2022 war kein Ende der Krisen in Sicht. Im Gegenteil. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine kam es noch schlimmer. Explodierende Energiepreise waren die Folge. Die Auswirkungen spürt die Wirtschaft weltweit. Wir wollen natürlich, und das ist auch eines meiner wichtigsten Bestreben, durch den täglichen Kontakt in die Unternehmen eben auch sehr früh breitbandig spüren, was ist überall los und wie wirken sich die Dinge aus. Aber wie ich es schon angedeutet habe, das ist ein so vieldimensionales Problem, weil es alle Bereiche der Wirtschaft betrifft, dass eine reine Bestandsaufnahme, gerade jetzt vor dem Hintergrund, Herr Todt hat es eben erwähnt, dass wir ja auch noch keine klare Vorgabe haben. Wir haben sicherlich drei Hilfspakete, drei Rettungspakete, aber gerade wenn Sie auf die 13 Seiten des letzten, dritten Paketes gucken, da findet mittelständische Wirtschaft, kleinere, mittlere Unternehmen, die gerade unseren Kammerbezirk eben auch prägen, überhaupt nicht statt. Besonders betroffen sind die Unternehmen mit einem überdurchschnittlich hohen Energiebedarf. Das führt in einigen Fällen bereits zu deutlichen Preissteigerungen der Produkte, welche am Markt daraufhin keinen Bestand mehr haben. Das heißt, unsere Aufgabe besteht aktuell darin, genau die Sorgen, die Nöte unserer Unternehmen an die Landesregierung zu transportieren, damit die Landesregierung versteht, wie ist die Situation in unseren Unternehmen und welche Auswirkungen wird diese Situation haben. Und welche Forderungen wir natürlich stellen müssen, damit einfach die Wirtschaft gesichert ist, damit produziert werden kann, damit Wertschöpfung stattfinden kann. Denn letzten Endes nur über die Wertschöpfung können all diese Pakete, die geschnürt werden, auch finanziert werden. In Westmecklenburg wird die Energie maßgeblich über Stadtwerke und regionale Energiedienstleister eingekauft, produziert und verteilt. Dazu gehören beispielsweise die WEMAG AG und die Stadtwerke Schwerin. Ende August sah der Geschäftsführer der Stadtwerke Schwerin, Dr. Josef Wolf, die Versorgung für den Winter 2022 und 2023 gesichert. Die Preise werden steigen. Zum Jahreswechsel wird es dann nochmal einen ziemlichen Rums geben. Das hat damit etwas zu tun, dass im nächsten Jahr die Gaspreise, wie wir alle wissen, extrem gestiegen sind. Wir haben uns mit entsprechend Heizölmengen in großen Mengen auch bevorratet, um allen möglichen Versorgungsunterbrechungen entgegenhalten zu können. Das heißt also, wir können zumindest mal für den Zeitraum von 4 Wochen, wenn die Temperaturen nicht zu stark unter Null gehen und vor allem die Schweriner mit dem Verbrauch sich etwas zügeln, werden wir Schwerin versorgen können über diesen Zeitraum.
Die Energiedienstleister der Region Westmecklenburg haben alles getan, um die Versorgungssicherheit für Menschen und Wirtschaft aufrecht sowie bezahlbar zu halten. Nur der Beitrag aus der Politik fehlte zu diesem Zeitpunkt. Wir versuchen jeden Tag in sehr konzentrierter und auch sehr plastischer Form das Dilemma und die Krise zu beschreiben. Und die ersten Ausfälle bei Unternehmen, die wirtschaftlich tätig waren, die sind da. Mit diesen müssen wir leider Gottes argumentieren. Und wir hoffen tagtäglich darauf, dass die entsprechenden Signale aus Berlin, aber auch hier aus Schwerin kommen. Die zentralen Forderungen der Wirtschaft an die Politik waren die Bereitstellung von Energie, Deckelung der Energiekosten und Unterstützung der Unternehmen, damit die Kosten auch getragen werden können.